So, und da sind wir wieder zurück bei Let's Play Together StarCraft 2 Wings of Liberty. Und was ich jetzt als erstes machen werde, ist ins Labor schauen, denn wir haben immerhin ein bisschen mehr Forschung erhalten, ob wir uns da nicht was Neues erforschen können. Und das können wir auch. Und ich möchte gerne den Inferno-Turm erforschen, da mir eigentlich beides relativ egal ist, aber Hauptsache, dass mit irgendwas erforscht ist, werde ich den Inferno-Turm nutzen. Ja, dann werde ich also die planetare Festung benutzen. Jetzt können wir noch mal ein Stückchen mit Hansen reden. Ich bin mal gespannt, ob du was im Arsenal kaufen wirst. Das sehen wir gleich. Es wurde die Theorie aufgestellt, dass man damit die Gehirnaktivität stimulieren kann. Angeblich ist es damit sogar möglich, menschlichen Versuchspersonen Psi-Fähigkeiten zu verleihen. Was zur Hölle hat Toschner damit vor? Ja, also schauen wir mal direkt ins Arsenal, damit wir auch wissen, ob wir was verbessern. Wenn wir was verbessern, schauen wir mal. Also die Hellions auf jeden Fall nicht. Die Rächer sind mir auch relativ egal. Und ja, das geht nicht. Also es gibt nichts, was sich zu verbessern lohnt oder was ich persönlich spielen will. Dann gehen wir doch gleich mal auf die Brücke. Und da ist Tosh und der möchte mit uns reden. Ich bin mal gespannt, was du für eine Mission machen willst. Ich glaube, ich weiß es schon. Der nimmt bestimmt Tausonis. Also, dann schauen wir uns doch gleich mal die Missionen an. Und ich werde Belshir machen. Belshir? Jetzt geht's ab, gell? Ist zwar auch nicht, ist zwar auch wieder überhaupt nicht meins, aber naja. Ja, da gibt's halt die geilsten Einheiten, also muss man schon mal vorweg. Goliaths sind die geilsten Einheiten. Ja, weil sie einfach alles können. Mhm. Aus der Luft angreifen, sind wir geliefert. Swan, lade die Goliath-Pläne hoch. Wenn ihre Luftabwehrraketen noch etwas taugen, haben wir vielleicht eine Chance. Alles klar, Cowboy. Ich lade die Pläne in die Fabrik, sodass wir mehr bauen können. Mann, die Dinger nach all den Jahren wiederzusehen. Ja, ja, Goliaths. Oh, das wird witzig. Das wird sehr spaßig. Übrigens, die Mission mache ich nur wegen der Protoss-Forschung. Auch nicht schlecht. Das siehst du schon nicht, Mann. Ja. Yeah. Weil da muss ja auch irgendwann mal was vorangehen. Also, das ist eine relativ, naja, vom Objektiv gesehen eine einfache Mission. Wir müssen Terrazin-Tanks uns mit WBFs schnappen. Und ich glaube, wie viele sind das? Ist eine ungerade Zahl. Wir müssen halt mindestens 7, glaube ich, ja, allerdings sind es 7, ja. Dann müssten es eigentlich 13 Stück sein. Ja, 13 Stück müssten es sein. Insgesamt, wo man abbauen könnte. Natürlich wird man jetzt nicht alles schaffen und auch nicht alle machen, weil wäre Schwachsinn. Hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Worauf soll ich ballern, Sir? So. Tosh. Kanister abtransportieren. Es wird eine Weile brauchen, bis sie die Kanister eingeladen haben. Also passt bloß gut auf sie auf. Jetzt ist mal hier aktiv mit WBFs spielen, was eigentlich auch nicht so der Wahnsinn ist, wenn ihr mich fragt.
Aber das werden wir ja später auch noch in Heart of the Swarm nochmal kennenlernen. Und da wird's mir genauso wenig gefallen, aber naja. Was soll man groß machen? Ist halt so. So, wir bauen jetzt hier erstmal aktiv Ding ab. Genau. Nein, wir bauen jetzt hier erstmal aktiv Mineralien ab. Ganz klar. Ich möchte dann auch so schnell wie möglich ein Waffenlager bauen. Aber ich habe kein Vespingas, fällt mir gerade ein. Scheiße. Doof. Also gut. Ich werde mir jetzt demonstrativ ein bisschen Zeit lassen, um versuchen, mich so weit wie möglich aufzubauen, bevor ich an dieses Terrazin rangehe, weil ich dann nämlich in einer schnellen Aktion hier so viel einsammeln möchte wie möglich. Und, Alter, ohne Witz, dass da jedes Mal in jeder scheiß Mission so ein blödes Söldnergebäude da drin ist, nach dem Motto, hey, kauf Söldner, kauf Söldner! Kein Schwanz braucht Söldner. Na, ihr habt mir ein WBF eingebaut, ich Trottel. Nice. Naja, so nice ist das jetzt auch wieder nicht. Ich find's nice, weil's witzig ist. Einfach WBF bereit, hey, einfach WBF. Okay, was können wir denn noch machen in der Kaserne? Ich möchte das Vespingas ehrlich gesagt nicht verschwenden. Ich möchte erstmal verdammt das Waffenlager. Jetzt komm schon, baut mal ein bisschen schneller ab, WBFs. Ihr müsst arbeiten, aber freundlich. Die armen WWFs, Alter. Was soll das jetzt heißen? Nix. Ich lasse das jetzt einfach mal so ich lasse es jetzt einfach mal so durchgehen, aber. Oh, da versucht schon der erste Berserker uns anzugreifen. Die Protoss machen mobil, Sir. Sie werden unsere WBFs aufs Korn nehmen, wenn wir das Terrazin-Gas anrühren. Wir konzentrieren uns besser auf einzelne Abbaugebiete und schützen uns mit Escort. So, bei mir versuchen sie schon den ersten Altar zu verschließen. Das werden sie bei mir nicht schaffen. Das werde ich nicht zulassen. Weil wenn es einer ganz da hinten ist, dann ist es mir egal. Das ist richtig, aber so. Wo ist eigentlich meine anderen? Hatte ich nicht vorher noch irgendwo Marines? Du hattest Marines, ja. Ja, da waren vorher noch mehr da. Ich weiß es. Nächstes. Wir brauchen erstmal neue Versorgungsdepots. Ich habe den ersten Kanister abgeklemmt, Sir. Ich bringe ihn jetzt zur nächsten Kommandozentrale, wa? Gute Arbeit. Der erste Kanister ist voll. Wo ist mein Terrazin, WBF? Ah, da ist er. Gut. Ein bisschen mehr Versorgung habe ich auch. Da habe ich glücklicherweise dran gedacht. Gut. So, der nächste WBF kann jetzt hier gleich mal mitmachen hier. Ich muss später auch noch die verdammten Teile suchen. Allerdings, ja. Ja, ich sag schon, ich mach's wegen der Protoss-Forschung und such sie nachher nicht, ja? Ist auch doof. Ja, das wäre sehr dämlich. Aber egal, für den Fall, dass ich's nicht finde, mache ich nochmal so einen kleinen Anhang, wo man dann zeigt, wo sie sind. Also das ist nicht das Problem. Trotzdem.
Das war der Hauptgrund, weswegen ich das überhaupt mache, also da muss was gehen. So, bis jetzt ist es ja noch alles relativ easy. Die Protoss können mir da nicht arg viel anhaben hier. Und da habe ich bloß gerade das erste Protoss-Relikt gefunden und das mit einem WBF. Super. Ja, das liegt direkt vor der Basis. Unsere WBFs werden angegriffen. So, da kommt der WBF mit dem zweiten Terrazin-Tank. Und dann geht's direkt an den dritten. Wie sieht's in meinem Waffenlager aus? Meine Waffen werden bald verbessert. Da baue ich noch mehr Goliaths, denn Goliaths sind geil. Jetzt gucken wir gerade mal, denen geht's einigermaßen gut. Die werden auch gerade repariert von meinem WBF. Von meinem extra WBF, könnte man sagen. Da kommt der dritte. So, das hat ja ganz gut funktioniert. Und die haben meine Basis angegriffen. Warum? Was soll der Blödsinn? Weil sie dich abgrundtief hassen, deswegen. Aber ich mag doch die Protoss. So. Ich für meinen Teil mag die Protoss. Ich finde die cool. Naja, bei mir hält sie es in Grenzen. Ja, jetzt wissen wir auch, warum du Terraner spielst. Ja, so ziemlich. So, jetzt gehe ich mal hier ein bisschen rum und guck mir mal an, was da so ist. Überall. Ja, Tosch, ich weiß schon, was du mit den Dingern vorhast. Und eigentlich gefällt's mir nicht. Was hat er denn vor, unser lieber Toshi? Ja, das werde ich jetzt nicht verraten. Das wäre ja Gespoilere, das muss nicht sein. So. Noch mehr Goliaths. So leicht werdet ihr nicht den Hauch der Schöpfung stehlen. Wird ja auch Zeit, ne? Also, Goliaths müssen her. Eure WBFs auszuschalten. Schießt sie ab oder wir sind geliefert. Jetzt habe ich nicht verstanden, was sie schicken, aber. War egal, was sie schicken, ich werde es vernichten. Hm? Ja, mit den Goliaths funktioniert das ja zum Glück auch relativ gut. Und jetzt haben sie auch mehr Panzerung, das gefällt mir. Mal gucken, was wir da machen können. Okay, jetzt kurz warten auf meinen WBF. Mehr Goliaths bauen. Und jetzt ganz mal geschwind sich mich darüber begeben, bevor die
Protoss hier diesen Terrazin-Tank hier schließen. So, ich mache mich jetzt an mein viertes Terrazin. Hörst du mich noch? Hallo? So, ich bitte vielmals um Entschuldigung, mein Headset hat sich gerade verabschiedet, weil es leer war und ich vergessen habe, es aufzuladen. Deswegen, whoops. Naja, jetzt geht's wieder. Jetzt höre ich dich auch wieder. Jetzt habe ich es eingesteckt, jetzt ist alles in Ordnung. So, also, ich müsste mal ein bisschen mehr Terra... Ich müsste mal die scheiß Relikte finden. Wo sind die denn? Ja, die sind überall quer verteilt. Ja, ich gehe gerade rum und guck. Mit meiner Riesenarmee von... Jetzt nochmal ein extra WBF da drüben, das kann es ja wohl nicht sein. Meine Goliaths, die werden langsam auseinandergenommen, die muss ich unbedingt reparieren. Hey du, ich habe bis jetzt kein einziges von den Dingern gefunden, ey. Ja doch, eins habe ich gefunden, aber... Ein Phasengleiter, natürlich. Was auch sonst. Sehr nervige Teile. Ein Phasengleiter. Ich hab's ja irgendwie schon kommen sehen. So, da haben wir noch mehr Goliaths. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Das war mir klar. Die wollen genau den Altar versiegeln, den ich als nächstes benutzen wollte. Schlechte Neuigkeiten? Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Brauche ich wieder Goliaths. So, kein Problem. Hier sind wir ganz gut dabei. Da kommt der nächste Goliath. Wir schicken noch einen extra WBF zum Reparieren. Und dann finden wir hoffentlich endlich mal diese scheiß... What the fuck? Was geht jetzt ab? Ja, die Goliaths brauchen noch mal ziemlich lange zum Herstellen, das ist schon mal ein bisschen nervig. Ja, aber, mein Gott. Es lohnt sich, zu warten. Weil die einfach alles angreifen können und auch relativ stark sind bei der ganzen Sache. Richtig, genau. So, das wäre jetzt der sechste Terrazin-Tank. Dann brauchen wir nur noch einen und ich werde mir jetzt nur einen frei halten, dass ich da abbauen kann und dann erstmal die verdammten Relikte finden. Es wird hoffentlich nicht so lange dauern. Ich wünschte, ich hätte schon irgendwas, mit dem ich fliegen könnte, weil damit ist das Forschen Rolf. Immer ein bisschen leichter. Ja, ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Sehen der Boss? Ich bin schon unterwegs. Oh, da habe ich eins gefunden. Rechts oben müsste eins sein. Ja, genau da bin ich nämlich gerade.
So, die Tal'Darim versiegeln wieder einen Altar. Das ist mir relativ egal jetzt, denn ich habe mir quasi schon den gesichert, den ich mir sichern will. Ja. Ja, was ist denn jetzt wieder? Ein Phasengleiter, natürlich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt, wenn ihr euch wundert, einmal geschnitten. Und zwar aus dem Grund, weil die Protoss mich hier ziemlich vernichtet haben. Ja, sag mal so, wie es ist. Und ich habe das jetzt geschnitten an den Punkt, wo alles quasi den Bach runtergegangen ist. Deswegen werdet ihr nicht sehen, was da los war oder wie das gekommen ist. Weil ich möchte mir das jetzt ehrlich gesagt ersparen, dass ich jetzt hier euch zeige, wie ich die Mission spiele, dann faile und dann quasi das gleiche nochmal machen muss. Deswegen fällt jetzt einfach alles, was nach diesem Punkt hier kommt, einfach weg. Also das, ich weiß nicht, wie das jetzt auch, ich weiß echt nicht, wie es passieren konnte. Eigentlich weiß ich's. Um es mal kurz aufzugreifen, damit ihr das auch versteht. Ich wollte diesen Terrazin hier abbauen und das habe ich mir auch relativ gut gesichert, bis dann hier irgendwann die gemeint haben, die Protoss mich anzugreifen, was leider Gottes auch gut funktioniert hat. Die haben meine Kaserne und meine Fabrik zerstört und bis ich mich wieder aufgebaut hätte, war es zu spät. Das war einfach keine Chance gehabt. Aber jetzt machen wir das anders. Ich werde mir jetzt direkt erstmal das Relikt holen und dann werden wir uns dieses Terrazin hier unter Nagel reißen. Jo. Und noch mehr Goliaths bauen, weil ich brauche wieder welche. Sind schon wieder kaputt, die Dinger. Zum Kotzen, hey. Übel. Aber es ist genauso, wie es vorher halt auch war. Es ist nämlich genauso hat es angefangen. Ich bin rumgegangen und wollte hier nach dem Relikt suchen. Dann ist mein erstes Team hier ausgeschaltet worden und dann kamen hier die Protoss. Aber diesmal warte ich auf sie. Diesmal warte ich hier. Mich wundert es gerade, warum dieses Ding überhaupt noch läuft. Wieso läuft das Teil noch? So, habe ich jetzt wenigstens schon mal ein Goliath hier. Was ich natürlich dann schnell machen muss, wenn sie anfangen, diesen Tank hier zu versiegeln. Da muss ich dann schnell machen. Oh fuck, mir fällt auch gerade ein, dass das zweite Relikt fehlt. Scheiße. Ja gut, ich weiß ja, wo das ist. Das ist hier oben irgendwo. Werde ich mir jetzt aber dann später gleich holen. Ich muss mich sowieso erstmal neu aufbauen. So eine Scheiße, hey. Ja, sowas kann echt nervig werden. Der Altar, den sie versiegen, wirft uns weiter zurück. Du musst ein paar deiner Jungs da runterschicken und sie aufhalten. Ach, Tosch, halt einfach die Klappe. Ich habe schon 6 von 7, also leck mich. Ja, der Typ geht mir jetzt gerade auf den Sack und sagt, macht es doch so. Ja, ich mach ja, aber wie wär's, wenn du da mal selber mithilfst? Lappen, ey. Stimmt, der fordert immer nur, aber es funktioniert nicht. Mann. So, dann gehe ich jetzt mal mit diesem Team schon mal los und versuche dann gerade mal... Was machen die Marines da schon wieder? Ohne Witz, ich habe jedes Mal das Problem, dass die jedes Mal durch diese scheiß Basis durchgehen wollen, die
ich eigentlich in Ruhe lassen will, aber sie meinen jedes Mal, oh, ich muss da unbedingt hin. Oder unbedingt durch. Jedes Mal, was soll der Blödsinn? So. Ach, da war... Ach, der Scheiße, da war einer. Dann wundert's mich natürlich nicht. Oh, und da ist das Protoss-Relikt, welches ich gesucht habe. Und diese scheiß Phasengleiter, ey. Die kann man auch nur mögen, wenn man mit denen spielt und nicht gegen sie. Allerdings, ja. Muss ich ihm recht geben. So, mit dem Team gehe ich jetzt das andere Relikt einsammeln. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Sind ja relativ gut zu finden. Und dann werde ich genau das machen, was ich in der Fail-Version noch gemacht habe. Scheiße, das war jetzt nicht so nicht gedacht. Ich werde meine, sobald ich das ab... Halt. Moment. Zurück. Da kommen die Protoss. Ich habe keinen Bock, dass die mir das nochmal alles zerstören. Komplett die wieder zurückkommen und die abfangen. Die Schnauze voll. Das muss jetzt nicht sein. Das hat funktioniert. Mein Raketenturm hat zwar auch ein bisschen was abgekriegt, aber das ist mir jetzt wurscht. Wurscht. Ja, wurscht. Ganz genau, es ist mir wurscht. So. Da lang müssen wir. Und dann muss ich nur noch das letzte Terrazin abbauen. Da ist unser letztes Relikt. Das wird gut. So. Ja, die Tal'Darin versiegeln wieder einen Altar, und zwar direkt vor unserer Nase. Aber das macht nichts, denn wir werden jetzt unsere Basis mal in die Nähe bemühen. Denn wir haben ja jetzt das Protoss-Relikt. Und dann werden wir uns jetzt dorthin begeben. Wo kommt der Phasengleiter her? Woher? Ey! Ist halt ein Phasengleiter, was willst du machen? Ja, ich will wissen, wo der herkommt. Das kann ich dir nicht beantworten. So, hier sollten ja eigentlich keine Protoss mehr sein, denn die Terrazin-Altäre sind ja bereits versiegelt. Und den haben sie jetzt auch gerade versiegelt, was mir aber immer noch egal ist. Ich
brauche nur meine ganze Streitmacht, die ich habe, bei dem Punkt, wo ich es abbauen möchte. Und da habe ich mich jetzt gerade gesammelt. Dann brauche ich noch einen WBF, der mir das Terrazin abbaut. Dann sollte ich ihn mal beeilen mit dem WBF. Ja, der kommt schon. Nur die Ruhe. Sag ich ausgerechnet jetzt, ne? Jetzt weiß ich wieder, warum ich solche Missionen ursprünglich so richtig hasse. Moment. So, wir sind wieder zurück. Mit meinem nächsten Part. Ich weiß nicht mehr, wie viele das ist. Müsste jetzt der 9. glaube ich sein. Ja, ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt mit der Mission hier, denn da gab es ja leider Komplikationen. Die werdet ihr nicht sehen, haben wir ja schon gesagt, aber das ist schon in Ordnung. Also es gibt ja sowieso noch einiges zu tun für den Quabus und ich denke mal, ich werde ihn da relativ schnell einholen. Ja, deswegen, wir reden jetzt als erstes mal mit Tosh. So, als nächstes mit Tychus. So, da ist das wunderbar. Und da bin ich jetzt auch endlich mal fertig. Hurra! So, das war's. Gucken wir uns mal die Nachrichten an. Wir sollten unser Glück nicht noch länger herausfordern. Halleluja, meine Fresse. Oh, ich habe einen Erfolg geschafft. Sehr schön. So, jetzt gucken wir uns noch geschwind an, ob es hier noch eine Filmsequenz gibt. Und falls nicht, gehe ich direkt weiter, damit wir wieder gleich auf sind hier. Aber anscheinend gibt es noch etwas. Gibt es wieder neue Zelda, wie wir sehen? Allerdings, wie schon davor auch gesagt, die Spartan Company ist die neue, die hole ich mir nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Wir gehen als erstes mal jetzt ins Labor, weil wir da ja neue Forschungen haben. Vielleicht nicht. Aber wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, könnte eine sein. Matt, irgendeine Möglichkeit, die Übertragung zurückzuverfolgen? Nein, Sir. Aber sie endet mit: Ihr werdet bald wieder von mir hören. Das muss Minsk sein. Okay, schauen wir mal in die Forschungskonsole rein. Und wir haben die erste Protoss-Forschung. Hurra! So, dann sind wir hier, denke ich mal, in diesem Part fertig mit der Mission. Ja, wunderbar. Und wir sind ja jetzt auch gerade währenddessen beim Quabus am Start. Dann beende ich jetzt hier einfach mal ganz kurz und... Ja, eigentlich kann ich schon nicht mal Ciao sagen. Wir sind schon im nächsten Part.